In meiner Hand halte ich die neueste Betrugsmasche im Wiener Christkindlmarkt. Verschiedene Bettelbanden haben sich also die Tassen auserkoren dafür, dass man Betrüger starten kann. Diese Betrügereien, die beginnen damit, dass wenn eine Tasse unbeaufsichtigt dasteht, dann wird diese Tasse abgeleckt von diesen Bettelbanden und es wird behauptet, dass sie Corona hätten. Danach ist also die Tasche auch freiwillig sozusagen. Man nimmt sich dann einfach diese Tasse als Bettelbande und gibt sie zurück, kassiert 4 Euro Pfand. Das ist diese gesamte Masche, so simpel sie klingt und auch so ekelhaft sie klingt, so erfolgreich ist sie außerdem. Das hat schon sehr gut funktioniert die letzten Wochen. Da hat sich nun die Wiener Polizei gemeinsam mit der Stadt Wien etwas einfallen lassen. Es wird nun in Zukunft Schwerpunktkontrollen geben und die haben schon diese Woche gestartet. Die Schwerpunktkontrollen, die sind folgendermaßen aus. Und zwar, wenn Wiener Polizisten in Zivil sich unter die Leute am Christkindlmarkt mischen, das genau kontrollieren und wenn sie so etwas sehen, wird es schwere Strafen geben. Die schweren Strafen, wie die aussehen werden, das ist noch nicht klar, denn es ist eigentlich generell auch eine rechtliche Grauzone. Betteln ist an sich nicht verboten. Allerdings das und diese Masche, die ist verboten, denn das zählt als aufdringliches Verhalten. Außerdem sind es organisierte Bettelbanden, von dem geht man zumindest aus, dass sich diese Masche auch schon ziemlich durchgesetzt hat. Also es wird als illegal gelten und die Wiener Polizei, die geht nun dagegen vor, denn solche Betrugsmaschen, die gibt es schon sehr lange auch am Wiener Christkindlmärkten, auch schon in den vergangenen Jahren. Sie sind im Grunde sogar ein Eldorado dafür, denn sehr viele Leute auf engem Raum, außerdem ein gestiegener Alkoholkonsum, das ladet natürlich auch die Bettler bzw. kriminelle Banden dazu ein, ein bisschen Geld abkassieren zu wollen. Das ist allerdings auf jeden Fall die ekelhafteste. Das wird nun mit aller Macht versucht, eingedämmt zu werden.